Herzlich willkommen zu diesem einführenden Video zu bedingten Wahrscheinlichkeiten, die wahrhaft kein einfaches Thema sind. Es geht nämlich darum, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses neu zu bewerten, wenn man eine gewisse Teilinformation über das Ergebnis eines stochastischen Vorgangs hat. Als Einstieg diene das mittlerweile klassische Ziegen- oder Drei-Türen-Problem. Dieses Problem wurde vor ca. 30 Jahren heiß diskutiert und es sollen darüber sogar Freundschaften zerbrochen sein. Worum geht es? In einer Spielshow kann man ein Auto gewinnen. Dieses Auto wird rein zufällig hinter einer von drei Türen platziert und hinter den anderen beiden Türen befindet sich jeweils eine Ziege. Nehmen wir an, Sie sind Kandidat oder Kandidatin und Sie wählen Tür Nummer 1. Diese Tür bleibt zunächst verschlossen. Der Showmaster muss eine der beiden anderen Türen öffnen, darf aber auf keinen Fall das Auto zeigen. Nehmen wir an, der Moderator öffnet, wie auf diesem Bild zu sehen, Tür Nummer 3. Natürlich zeigt sich eine Ziege, denn die Autotür darf nicht geöffnet werden. Bleiben Sie bei Ihrer Wahl oder wechseln Sie zu Tür 2? Der stochastische Vorgang besteht hier darin, dass das Auto rein zufällig platziert wird und Sie natürlich rein zufällig wählen. Die Teilinformation beinhaltet unter anderem, dass das Auto nicht hinter Tür 3 ist. Bevor diese Information verfügbar war, war die Wahrscheinlichkeit ein Drittel, dass das Auto hinter Tür 1 steht. Ist sie jetzt größer geworden? Mein gut trainiertes Stochastikgespür sagt mir Folgendes. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto hinter einer der beiden Türen 2 oder 3 ist, ist 2 Drittel. Wenn mir von diesen beiden Türen auch noch eine geöffnet wird, umso besser. Ich sollte also zu Tür 2 wechseln. Ich kann es auch so sagen, wenn ich wechsle, erhalte ich das Auto genau dann, wenn meine erste Wahl auf eine der beiden Ziegentüren zeigt, was mit der Wahrscheinlichkeit 2 Drittel passiert. Nach den obigen Regeln muss der Moderator die andere Ziegentür öffnen und durch Wechseln gelange ich automatisch zum Hauptgewinn. Warum habe ich gesagt, dass die Teilinformation unter anderem darin besteht, dass das Auto nicht hinter Tür 3 ist? Wenn der Moderator rein zufällig eine der drei Türen hätte öffnen dürfen, auch auf die Gefahr hin, dass er das Auto zeigt oder Tür 1 öffnet, und wenn sich dann die im Bild gezeigte Situation ergeben hätte, so wäre das Auto mit gleicher bedingter Wahrscheinlichkeit ein Halb hinter den Türen 1 und 2. Ich muss also bei Situationen, in denen ich Teilinformationen über den Ausgang eines stochastischen Vorgangs habe, sehr genau beachten, auf welche Weise ich diese Information erhalte. Nicht umsonst gibt es zu bedingten Wahrscheinlichkeiten diverse Paradoxa, wie etwa das Bertrandsche Schubladenparadoxon oder das Zwei-Jungen-Problem. Zu beiden Themen habe ich jeweils ein eigenes Video gemacht. In diesem Video möchte ich die Definition einer bedingten Wahrscheinlichkeit motivieren und wir werden sehen, dass Übergangswahrscheinlichkeiten in mehrstufigen stochastischen Vorgängen bedingte Wahrscheinlichkeiten sind. Hierzu wäre es gut, wenn man sich das Video zur Modellierung mehrstufiger stochastischer Vorgänge angesehen hat. Also um was geht es? Gegeben sei ein stochastischer Vorgang, dessen Ergebnisse durch den Grundraum Omega beschrieben seien. Uns wird mitgeteilt, dass das Ereignis B eingetreten sei. Die Frage ist, wie groß ist unter dieser Bedingung die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A? Es kann etwa sein, dass die Wahrscheinlichkeit von A ohne die Information, dass B eingetreten ist, gleich ein Halb ist. Wenn aber A und B disjunkt sind, sich also gegenseitig ausschließen, so kann A nicht eintreten, wenn B eingetreten ist. Die wie immer definierte bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung, dass B eingetreten ist, sollte also dann gleich Null sein. Um die Definition einer bedingten Wahrscheinlichkeit zu motivieren, stellen wir uns vor, dass der stochastische Vorgang n-mal unter gleichen, sich gegenseitig nicht beeinflussenden Bedingungen durchgeführt wird. Es sei hn von b die Anzahl der Male, bei denen das Ergebnis b eintritt,
also der Ausgang des Vorgangs als Element von Omega zu B gehört. In gleicher Weise sei Hn von A geschnitten B die Anzahl der Male, bei denen sowohl A als auch B eintreten. Dann ist dieser Quotient der relative Anteil derjenigen Fälle unter allen Fällen, in denen B eintritt, in denen auch noch A eintritt. Dieser Quotient ändert sich nicht, wenn wir Zähler und Nenner durch n teilen, und so erhalten wir dieses Gleichheitszeichen. Im Zähler steht jetzt die relative Häufigkeit des Eintretens von A geschnitten B in den n-Durchführungen. Nach dem empirischen Gesetz über die Stabilisierung relativer Häufigkeiten sollte sich der Zähler bei wachsendem n um die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B herum stabilisieren. In gleicher Weise sollte sich der Nenner gegen die Wahrscheinlichkeit von B stabilisieren. Aus diesem Grund macht es offenbar Sinn, auf der mathematischen Ebene den Quotienten P von A geschnitten B geteilt durch P von B zu betrachten. Und schon sind wir bei der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. Es seien hierzu Omega P ein Wahrscheinlichkeitsraum und A sowie B Ereignisse, wobei die Wahrscheinlichkeit von B größer als 0 sei. Je nach Kenntnisstand kann man sich hier einen endlichen, einen diskreten oder sogar einen allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraum vorstellen, bei dem ich dann natürlich noch zwischen dem Omega und dem P eine Sigma-Algebra setzen müsste. Für das Verständnis des Begriffs bedingte Wahrscheinlichkeit kommt es aber darauf nicht an. Man nennt P Index B von A, das auch so geschrieben wird und durch diesen Quotienten definiert ist, die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B. Jetzt kommt noch eine Definition, die zugleich etwas behauptet. Man nennt nämlich das Wahrscheinlichkeitsmaß P Index B die bedingte Verteilung von P unter der Bedingung B. Behauptet wird also, dass P Index B ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf den Teilmengen von Omega ist. Warum? Was müssen wir dazu nachprüfen? Zunächst ist P Index B von A eine nicht negative reelle Zahl. Die zweite Bedingung für ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist die Normierung. Wenn wir für A den Grundraum Omega einsetzen, muss 1 herauskommen. Wenn aber A gleich Omega ist, so ist Omega geschnitten B gleich B und der rechtsstehende Quotient ist gleich 1. Die noch fehlende Bedingung für ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist die Additivität bzw. die Sigma-Additivität für den Fall, dass kein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum vorliegt. Wenn man aber hier anstelle von A die Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen einsetzt, so steht diese Vereinigung auch hier und dann verwendet man das Distributivgesetz der Mengenlehre und die Additivität bzw. Sigma-Additivität von P und daraus folgt, dass P-Index B ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Das Wahrscheinlichkeitsmaß P-Index B ist anschaulich ganz auf der Menge B konzentriert, denn ist die Menge A disjunkt zu B, so steht im Zähler rechts die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge und die ist 0 und damit ergibt sich auch die bedingte Wahrscheinlichkeit zu 0. Ich nehme einmal die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit auf die nächste Folie. Man kann sich zum Beispiel den Übergang von P zur bedingten Verteilung P-Index B so veranschaulichen. Hier ist für den Fall, dass die Menge Omega aus den Zahlen von 1 bis 5 besteht, ein Stabdiagramm der an diesen Zahlen angebrachten Wahrscheinlichkeitsmassen. Die Menge B bestehe aus den Zahlen 1, 2 und 3. Beim Übergang zur bedingten Verteilung P-Index B fallen diese beiden jetzt gelb markierten Wahrscheinlichkeitsmassen weg. Das Stabdiagramm der bedingten Verteilung zeigt die mit klein p Index b bezeichneten Wahrscheinlichkeitsmassen der bedingten Verteilung p Index b, also die bedingten Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Elementarereignisse unter der Bedingung b. Dieses Stabdiagramm sieht so aus. Das heißt, die Werte 4 und 5 erhalten jeweils die bedingte Wahrscheinlichkeit 0, weil sie nicht zu b gehören. Und jede der als Stäbchenlängen veranschaulichten Wahrscheinlichkeiten zu den Zahlen 1, 2 und 3 im linken Bild wird jeweils um den gleichen Faktor, nämlich 1 dividiert durch P von B, gestreckt.
So sieht also der Übergang zur bedingten Verteilung für dieses Beispiel aus. Liegt speziell eine Gleichverteilung auf diesen fünf Werten vor, so entsteht beim Übergang zur bedingten Verteilung eine Gleichverteilung auf den Werten 1, 2 und 3. Als weiteres Beispiel sei Omega das Einheitsquadrat und das Wahrscheinlichkeitsmaß sei die sogenannte stetige Gleichverteilung auf diesem Quadrat. Dieser Fall modelliert die rein zufällige Wahl eines Punktes im Quadrat und die Wahrscheinlichkeit für eine Teilmenge ist einfach deren Flächeninhalt. Genauer muss ich sagen, wir betrachten nur borelsche Teilmengen und die Flächeninhaltsfunktion ist das Borel-Lebesgue-Maß auf dem Quadrat. Das sei das Einheitsquadrat und das sei eine Teilmenge A. Diese besitzt den Flächeninhalt 1/2 und so gilt P von A gleich 1/2. Ich nehme die Menge A einmal weg. Was man jetzt sieht, sind vier parallele Streifen der Breite 1/4, die ich B1 bis B4 nenne. Jede dieser Mengen hat den Flächeninhalt 1/4 und so erhalten wir diese Gleichungen. Jetzt mache ich die Menge A wieder sichtbar und wir fragen uns, was die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B1 ist. Nach Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit ist das P von A geschnitten B1, also die Fläche dieses kleinen schraffierten Dreiecks hier links, dividiert durch P von B1. Und das liefert den Wert 1/8. In gleicher Weise ergibt sich die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B2 zu 3/8 und auch diese beiden Gleichungen folgen analog. Ich möchte zum Schluss noch einen Zusammenhang zwischen bedingten Wahrscheinlichkeiten und Übergangswahrscheinlichkeiten zeigen. Hierzu ist es gut, wenn man sich mein Video über die Modellierung mehrstufiger stochastischer Vorgänge angesehen hat. Es sei Omega der Grundraum für einen zweistufigen stochastischen Vorgang, dessen Teile durch die Grundräume Omega 1 und Omega 2 modelliert seien. Die möglichen Ergebnisse des Vorgangs sind geordnete Paare und die Wahrscheinlichkeit für ein solches Paar wird über die erste Pfadregel in dieser Form mithilfe einer Anfangsverteilung und Übergangswahrscheinlichkeiten angesetzt. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A ergibt sich dann in dieser Weise durch Summation. Seien jetzt A1 in Omega 1 und A2 in Omega 2 beliebig. Das Ereignis, das der erste Teilvorgang das Ergebnis A1 liefert, sieht als Teilmenge von Omega so aus. Hier ist die zweite Komponente eines Paares, dessen erste Komponente A1 ist, beliebig, weshalb Omega 2 auftritt. In gleicher Weise beschreibt die Menge A im Grundraum Omega das Ereignis, dass der zweite Teilvorgang das Ergebnis A2 liefert. Der Durchschnitt der Mengen A und B besteht aus nur diesem einen Paar und insofern ist P von A geschnitten B nach der ersten Pfadregel gleich diesem Ausdruck. P von B ist die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten der Paare A1, A2 Schlange mit A2 Schlange aus Omega 2. Man beachte, dass A2 schon vergeben, weil fest gewählt ist. Hier kann man P1 von A1 vor die Summe ziehen, sodass sich dieses Gleichheitszeichen und damit auch dieses Gleichheitszeichen ergibt, denn diese Summe ist gleich 1. Wenn wir jetzt P von A geschnitten B durch P von B dividieren, kürzt sich P1 von A1 weg und wir erhalten, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B gleich der Übergangswahrscheinlichkeit P2 von A2 gegeben A1 ist. Übergangswahrscheinlichkeiten sind also bedingte Wahrscheinlichkeiten. Zu guter Letzt, die wirklich wichtige Gleichung und Botschaft im Zusammenhang mit bedingten Wahrscheinlichkeiten ist diese hier. Bedingte Wahrscheinlichkeiten sind häufig Modellbausteine in mehrstufigen stochastischen Vorgängen. Das heißt, in dieser Gleichung sind die beiden Faktoren auf der rechten Seite gegeben und man erhält damit die Wahrscheinlichkeit des Durchschnittes von A und B. Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich wie immer dankbar.